Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier den Look Fantastic Adventskalender Nummer 2, nämlich 25 Days of Grooming. Also da geht es halt wirklich auch um die Herren. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender bekommt ihr bei Look Fantastic. Das ist ein wundervoller Kooperationspartner von mir. Leider gilt mein Code CLAUDIWELT nicht auf die Adventskalender. Die sind nämlich alle komplett von diesen ganzen Rabattaktionen ausgeschlossen. Aber ihr könnt auf alles andere dort den maximalen Rabatt bekommen. Wobei manche Marken auch nicht so gerne da mitmachen wollen, aber die meisten halt, ne? Genau. Und das setze ich euch gerne mal in die Infobox. Und den habe ich zugeschickt bekommen. Der kostet normalerweise 100 Euro und soll einen Warenwert von 480 Euro beinhalten. Ich bin so gespannt darauf, ne? Und dass wir vor allem auch 25 Kläppchen hier haben, haben die ja, glaube ich, seit letztem Jahr so gemacht, dass die Männer halt auch 25 und nicht nur 12 Tage bekommen. Und weil ich den im PR zugeschickt bekommen habe, möchte ich natürlich auch super gerne an dieser Stelle an einen von euch einen selbst zusammengestellten Adventskalender verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Ja, diese Schätzelein ist halt genauso wie der für die Damen Silber. Das heißt, man sieht da nicht ganz so viel drauf, ne? Das ist halt hier so eher so eingeprägt, das Look Fantastic. Und hier 25 Days of Iconic Grooming. Das heißt, es geht halt wirklich jetzt nicht um Make-up oder um Frauenpflege, Frauendüfte, sondern halt um die Herren. Und da bin ich sehr gespannt. Nicht nur ich stelle den vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung schaut gerne nach diesem Video bei ihr vorbei. Und weil wir gerade im Redefluss sind, falls auch du Teil dieser Crew werden möchtest, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wunderschön ist auf jeden Fall dieses Silbergrau als Design, ne? In der Nummer 1 haben wir ein Glykolsäure-Peeling drin enthalten von Nip & Fab. Das ist das Glycolic Fix Scrub mit 3%. 75 Milliliter sind hier drin. Das ist schon ein Klopper, weil dieses Peeling ist halt sowohl mit Glykolsäure, was AHA ist, als auch Salicylsäure, was BHA ist. Und hier sind auch noch physische Peelingpartikel drin. Also für meine super sensible Haut ist das gar nichts. Für meinen Freund, der eine robuste Haut hast, da kannst du sogar mit diesem Schmiergelpapier drüber gehen, wäre das wahrscheinlich gut geeignet. Süß, im 2. Dezember haben wir eine ganz kleine Sache drin, und zwar von Perricone MD, das ist aber eine sehr teure Marke, das High Potency Hyaluronic Intensive Hydrating Serum mit 7,5 Milliliter. Das ist nicht die Welt, aber das ist eine super teure Marke. Ich fände es jetzt aber, glaube ich, auch ein bisschen sehr, sehr klein, aber in dem Preissegment darf das auch in der Menge hier drin sein. Oder schreibt mir das gerne in die Kommentare. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3 und hier rieselt es ein bisschen raus. Oh, das ist schön. Da muss ich meinen Freund fragen. Der macht ja auch manchmal Nassrasur, aber ich weiß nicht, ob der also so richtig sich dieses Rasierschaum selber anmischen und so, ob der sowas macht, aber das finde ich perfekt in so einem Kalender aufgehoben. Von Menü ist das Pure Bristle Made in Italy. Das ist so ein Rasurpinsel. Ne? Damit kann man sich dann, wenn du so ein Pöttchen hast, dann nimmst du dir die Rasurseife, misch dir das so an und dann kannst du dir das so draufpinseln und dir dann eine schöne Nassrasur machen. Ich glaube, das ist super edel, wenn du halt so ein Pinsel auch dafür verwendest, ne? Der ist halt auch ein bisschen härter, würde ich jetzt niemals als Kabuki für eine Frau verwenden. Aber, also, das ist ein cooles Tool. Hier haben wir die Nummer 4. Da haben wir von First Aid Beauty ein Produkt drin. Das ist der Bump Eraser, ein Body Scrub mit 10% AHA, auch für sensible Haut geeignet. Und das finde ich für mich persönlich super, 28,3 Gramm. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mal ausprobieren werde. Mein Freund ist jetzt nicht so für solche Geschichten zu haben, weil er sich dann fragt, was mache ich denn dann? Muss ich mich jetzt nochmal und nochmal? Nee, muss nicht sein. Das heißt, das werde ich dann einfach mal verwenden. Und hier weiß ich gar nicht, das musst du einfach nur drüber massieren und dann ist fertig. Also du musst es gar nicht auch lange irgendwie einwirken lassen oder so. Finde ich sehr interessant. Einen Tag vor Nikolaus haben wir hier den 5. Dezember. Da haben wir eine Paste drin von American Crew Fiber High Hold Low Shine. Das ist so eine Haargeschichte mit 50 Gramm, damit man, ich glaube, ein bisschen mehr Textur so in die Haare bringen kann. Also sowohl Halt als auch Textur, ne? Eben durch diese Fasern, die da auch mit drin sind. Ja, mein Freund hat 3 mm Haare, da kann man das jetzt nicht so gut gebrauchen. Aber ich finde es gut, dass es halt tatsächlich auch ein bisschen mehr Abwechslung in diesem Adventskalender gibt als nur 25 Duschgele.
Nikolaus, der 6. Dezember. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, gerade in Männer-Adventskalendern darf der Nikolaustag auch gerne noch ein bisschen was Besonderes sein. Und wo wir schon mal beim Thema Duschen sind, hier ist Rituals mit drin, und zwar die Sportvariante 2-in-1 Hair and Body Wash. Das ist mit Aktivkohle und Minze, 70 Milliliter. Für meinen Freund gar nicht geeignet, weil sowohl er als auch ich mögen nicht gerne so kalte Sachen auf dem Körper, wenn wir halt duschen, ne? In der Nummer 7 haben wir jetzt ein Produkt drin. Deswegen ist der Adventskalender auch so vom Wert so hoch, weil wir hier ein Avant-Produkt zum Beispiel drin haben. Allein das wird einen Wert von 100 Euro haben. Ne? Hyaluronic Kollagen, bla bla bla. Das ist ein 3-in-1 Hyaluron-Filler Kollagen Eye Formula Produkt mit 10 Millilitern. Also eine Augencreme. Ja, sowas, ne, kann man gut gebrauchen. Wenn das vor allem jetzt auch noch so ein bisschen leichter von der Konsistenz her ist, ist das auch definitiv etwas, was mein Freund vielleicht mal verwenden würde. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Männer das, also zum einen gehen die bei ihren Produkten sehr stark nach dem Duft, und so, du darfst es nicht spüren. Du musst es super schnell drauf machen können. Es muss einen mega Effekt geben, aber man darf es nicht sehen oder fühlen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist etwas drin enthalten. Das ist das Balance Me Radiance Face Oil, wo wir halt wieder bei dem Thema wären, dass Männer es eigentlich nicht gerne fühlen. 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Das hat so eine Roller oben drauf. Ich hatte das selber auch schon mal. Also viele dieser Produkte sind ja auch wirklich unisex. Ne? Das Avant-Produkt, das Duschgel kannst du unisex verwenden. Eigentlich kannst du alles unisex verwenden, außer jetzt dieses, ne, Nip and Fab würde ich persönlich einer Frau jetzt nicht unbedingt empfehlen. Auf jeden Fall finde ich den Duft ganz furchtbar. Den finde ich zu ätherisch, und ich kann das auf dem Gesicht nicht haben. Also für mich ist es auch einfach zu viel gewesen. Weiß ich nicht, ob das hier so gut aufgehoben ist. Ne? In der Nummer 9 darf sich der Herr, der diesen Adventskalender öffnet, über ein sehr hochpreisiges Produkt freuen, und zwar von Murad. Das ist eine Nachtcreme, die Retinol Youth Renewal Night Cream Resurgence mit 7,5 Millilitern. Das ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, dementsprechend, ne? Verständlich, dass hier 7,5 Milliliter nur drin sind. Ey, wenn man sich die Verpackung anguckt, ne? Hast du hier diesen kleinen Oschi? Hi, hier bin ich. Aber mal so zum Kennenlernen, ist es nicht verkehrt. Retinol würde ich jetzt einer Frau nicht jeden Tag empfehlen. Bei Männern wirklich, ne, muss man einfach sich vorsichtig mal rantesten. Würde ich jetzt aber auch nicht jeden Abend direkt verwenden. Also auch Männer haben sensible Häutchen, manchmal, je nachdem. Und dann kann man das erstmal vorsichtig sich anschauen. Hier steht auch drauf, abends verwenden. Und ich würde definitiv empfehlen, dass wenn man Retinol verwendet, dass man dann am Morgen danach auch einen schönen Lichtschutzfaktor verwendet. Auch in der Nummer 10 darf es jetzt mit einer Tube weitergehen. Das ist eine relativ kleine Tube. Was haben wir denn hier? Peter Thomas Rot. Das ist ein Produkt, was auch wieder peelen soll. Ein Firm X Peeling Gel. Peelings sind aber super wichtig. Also, dass man halt der Haut die Möglichkeit gibt oder sie bei der Regeneration unterstützt, indem man halt die abgestorbenen Hautzellen auch abträgt regelmäßig. Das heißt, um es mal ein bisschen auszuprobieren, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Muss man einfach erstmal an einer unauffälligen Stelle testen, ob die Haut das soweit verträgt. Ich finde es ein bisschen aufregend, dass wir hier echt schon zwei Peelings drin haben. Ne? Die erste Schnapszahl ist hier die Nummer 11, und hier haben wir das zweite Tool drin enthalten. Es ist cool, keine Frage. Es ist eine So Echo Scalp Massaging Brush, also quasi eine Kopfhautmassagebürste. Großartig. Das kannst du unabhängig von welcher Haarlänge auch immer man so hat, verwenden. Ja, finde ich gut. Schauen wir mal in den 12. Dezember hinein. Und hier haben wir was. Oh, das ist natürlich auch nice, ne? L'Oréal Professionnel Paris Scalp Advanced mit Niacinamiden. Es ist nämlich ein Shampoo. Und das ist auch für sensible Haare geeignet. Sehr nice. 100 Milliliter. Ja, Niacinamide sind auch dafür bekannt, eigentlich so im Gesicht, ne, dass die halt quasi das Hautbild so ein bisschen entspannter erscheinen lassen, also quasi ebenmäßiger. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf der Kopfhaut auch so ein bisschen Jucken und entzündungshemmend wirken kann, weil da wirkt es ja auch quasi im Gesicht, ne, also auch bei Unreinheiten und so weiter oder halt auch wenn man so Rosazea oder sowas hat. Sehr interessant. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Shampoo mit Niacinamiden gesehen. Das ist die Halbzeit, die Nummer 13. Und hier kommt auch ein Produkt, wenn wir schon so viele Peelings hier drin haben und Retinol und so weiter, dass der Mann hier nochmal drauf hingewiesen wird oder der Mensch, der den Adventskalender auspackt. Hey, verwende doch bitte einen Lichtschutzfaktor. Das ist eine kleine Größe von dem Bondi Sands. Lichtschutzfaktor 50+ und duftstofffrei ist die Variante 10 Milliliter. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel.
Ja, aber für die Handtasche ist es ganz gut geeignet. Gehen wir weiter zum 14. Dezember. Und hier haben wir was von Dr. Pawpaw drin. Das ist, glaube ich, eine einfache Lippenpflege. For Lips, Skin, Cuticles and Beauty Finishing. Okay, 8 ml haben wir hier drin. Also du kannst es auf super rauen Stellen auch anwenden, um da halt nochmal eine extra Portion Pflege zu bekommen. Du kannst es aber auch einfach nur so auf die Lippen geben. Das ist halt ein super pflegendes Produkt. Der 15. Dezember verwirrt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil Shiseido hat normalerweise auch extra diese Ultimmune Men Produkte. Hier haben die aber reingepackt, das Ultimmune Power Infusing Concentrate in der regulären Richtung mit 10 Millilitern. Ich glaube, dass da so oder so das gleiche drin ist und dass vielleicht beides nur unterschiedlich beduftet ist, ne? Aber wenn ich jetzt Look Fantastic gewesen wäre und diesen Adventskalender konzipiert hätte, hätte ich hier doch einfach auch aus stylischen Gründen allein schon dieses für die Also dieses Graue quasi for men reingepackt. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich glaube, wenn mein Freund so was Rosanes da bei sich stehen hat, greift er jetzt nicht so gerne dazu, als wenn ich ihm das so hinstellen würde in Grau-Silber. Ich habe das auch schon mal verwendet und ich mochte das schon ganz gerne. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass den Männern, hier haben wir den 16. Dezember, von all diesen Produkten auch ein bisschen schwindelig und müde werden könnte. Und da kommt dann dieses Produkt ins Spiel. Das ist der Stress Check Mood Manager. Ich dachte, das wäre das Deep Sleep Pillow Spray. Okay, 10 Milliliter sind hier drin. Und das ist dann wahrscheinlich einfach für die Menschen gedacht, die das so am Arbeitsplatz verwenden möchten oder einfach, wenn sie generell gestresst vom Leben sind. Ich hatte das schon mal, ich habe es nie verwendet, ne? Weil ich einfach so viel Stress hatte, dass ich es vergessen hatte. Weiter geht die wilde Reise am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Und hier haben wir etwas zum Duschen drin von Molton Brown. Orange and Bergamot, das ist das Bad- und Duschgel. Und hier haben wir auch eine große Größe oder eine relativ große Größe mit 100 Millilitern drin. Also einfach mal ein schönes Duschgel. Ist auch tatsächlich erst das zweite Duschgel, ne? Wenn man sich so überlegt, dass andere Adventskalenderpacken Packer jetzt schon irgendwie gefühlt das sechste Duschgel reingepackt hätten, finde ich, dass hier schon bei Look Fantastic sehr viel Kreativität mit im Spiel ist. Warum habe ich das nicht eben schon da oben auch hingestellt? Ich weiß es wirklich nicht. Naja, hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Oh, Murdoch. Das ist der Beard Moisturizer. 150 Milliliter sind hier drin. Das soll halt eine Bartfeuchtigkeitscreme sein. Ich finde das Verpackungsdesign wunderschön. Und ich finde es auch richtig cool, dass die jetzt nicht so 5 Milliarden Bartprodukte hier reingepackt haben, weil nicht jedermann trägt Bart, ne? Das ist ja neben dem Pinsel jetzt das zweite Bartprodukt. Finde ich klasse. Also es ist halt einfach so, dass wenn man mit Doppel-N, ne, ein Bart hat, dass die Haut darunter halt wirklich noch sensibler ist, noch trockener ist und dass man da eine entsprechende Pflege auch für braucht. Und das wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen flüssiger sein, sodass es da dann auch richtig schön zwischen den Barthaaren durch zur Haut fließen kann und die Männer halt nicht ständig sich im Bart kratzen, weil die Haut darunter so juckt. Weil das wird sehr oft vergessen, dass man das pflegt und es sieht einfach wunderschön aus. Der 19. Dezember enthält den besten Freund des Mannes, Man's Best Friend, jedenfalls steht das hier drauf, von Bulldog, der 100 Milliliter Age Defense Moisturizer mit marinen Algen, wow, 100 Milliliter, Entschuldigung, das ist riesig. Weißt du, dann kriegst du hier 7,5 Milliliter Serum und 100 Milliliter Creme abgefahren. Nee, aber finde ich cool, ne, mag mein Freund tatsächlich auch von der Duftrichtung her immer ganz gerne, wo wir wieder beim Thema wären. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Am 20. Dezember haben wir was Kleineres hier drin enthalten von Espa. Eine Bodylotion, oh, mit Bergamotte und Jasmin, 40 Milliliter. Das ist ja eher so ein Unisex-Duft, ne? Also, wobei, ich würde es ja nicht mal als Unisex bezeichnen. Also, ich glaube nicht, dass wenn mein Freund das riechen würde, dass er sagen würde, ja, das ist ein Produkt für mich. Ich glaube, dass er eher sagen würde, Claudi, das ist ein Produkt für dich. Mutig. Na, wobei andererseits haben wir ja auch in den Damen-Adventskalendern auch so mal aquatische Düfte. Also von daher passt es eigentlich schon, dass man das halt auch mal in beide Richtungen macht, ne? Hier habe ich jetzt den 21. Dezember und da haben wir von Aromatherapy Associates das De-Stress Muscle Gel Focusing and Soothing 150 Milliliter. Das ist von der Idee her super, hatte ich aber tatsächlich dieses Jahr auch mal in Anwendung genommen, weil ich das auch schon mal da hatte. Und das Problem, was ich halt damit habe, ist, dieses Produkt darf halt nicht irgendwie mit Öl oder sowas in Kombination oder in Berührung kommen, dann krümelt das wie Hölle. Und wenn du dich halt generell pflegst und das ja dann auch noch zusätzlich an den Stellen verwendest, wo du halt sowas gebrauchen könntest, wie an den Waden, am Poppes oder so, ne, ja moin, dann ist das manchmal ein bisschen unangenehm. Also für mich persönlich. Sag mal, liebe Grüße von Nicole. Nein, liebe Grüße an Nicole.
Du bist jetzt hier live mit dabei. Die zweite und letzte Schnapszahl ist hier der 22. Dezember. Da haben wir ein Tiegel drin. Und zwar ist es eine Gesichtsmaske von Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask mit Amazonian White Clay, also mit weißem Lehm aus dem Amazonas. Und da sind 14 Milliliter drin. Eine reinigende Gesichtsmaske, ist nie verkehrt. Will man damit sagen, dass Männer, also vor allem, wenn ich mir jetzt auch die generelle Pflege so angucke, ne, dass man so viele Peelings und so viel Gedönsen hier drin hat, dass Männer eher dazu neigen, eine unreine Haut zu haben oder vergrößerte Poren? Ui, der Tag vor Heiligabend ist hier der 23. Dezember und natürlich bekommen die Männer hier auch nochmal eine Maske rein. Das ist aber eine sehr abgefahrene, und zwar Barber Pro Super Eye Mask. Das ist eine award-winning British Brand, sehr interessant. Mir persönlich ist diese Marke sehr sympathisch. Das ist halt einfach eine Augenmaske. Und viele Männer sind ja auch wirklich Bartträger, sodass sie halt nicht diese klassischen Tuchmasken gut verwenden könnten. Aber so eine Augenmaske geht eigentlich immer. Und dann noch dieser Superhelden-Style ist doch echt großartig, ne? Also da machst du die dunklen Schatten mit weg. Du hast diese leichte Verjüngung mit dabei. Das ist Feuchtigkeitsspenden, ein Detox-Effekt. Warum nicht? Unsere vorletzte Box ist der 24. Dezember und das ist Heiligabend. Hier haben wir einen Duft drin. Das finde ich super. Ich habe echt drauf gewartet, weil, also wir haben wundervolle Parfums ja auch bei Look Fantastic, ne? Auch Herrendüfte. L'Eau de Say Pour Homme, das Solar Lavender von Issey Miyake habe ich hier drin. Ein Eau de Toilette Intense mit 10 Millilitern. Ja, also da haben wir dann einen wirklichen Lavendelduft mit dabei. Das wäre, glaube ich, nicht unbedingt was für meinen Freund. Also der ist eher so holzig unterwegs, ne? Ja, der hat schon was Aquatisches mit dabei, auch eine gewisse Eukalyptusnote oder Minznote. Der Lavendel kommt auch raus, also da denke ich eigentlich direkt an meinen Papa, wenn ich das rieche. Das ist schon sehr, sehr frisch, ne? Frisch geduscht, frisch gewaschen. Ist ein schöner Duft, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich hier einen riesigen 25. Dezember. Ja, eine sehr, sehr große Größe. Und hier haben wir ein Produkt drin. Weiß ich nicht, ob man sich darüber freut am 25. Dezember als Highlight. Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Ja, es ist halt ein Gesichtsreiniger, ne? 150 Milliliter. Kannst du gebrauchen, aber ne, auch wenn die Marke geil ist, auch wenn die Reinigungswirkung sicherlich super ist. Also ich kenne den. Ich habe den schon super häufig in klein gehabt und mag den auch sehr, sehr gerne als zweiten Schritt vom Double Cleansing. Aber das in der 24. Entschuldigung. Nee, also ja, in der 25. Hätten die das tauschen sollen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, das kann jeder gut gebrauchen, ne? Weil es halt eine Gesichtsreinigung ist. Und eine Gesichtsreinigung kann jeder gut gebrauchen. Ist auch wunderschön von der Verpackung her. Aber als Highlight finde ich das ein bisschen mäh. So, wir haben ihn nun ausgepackt. Den Look Fantastic Grooming Edition Adventskalender. Ich finde das ganz interessant, dass wir hier wirklich auch in diesem Jahr wieder ungefähr die Hälfte der Produkte so als Unisex haben. Wenn nicht sogar noch mehr, um das mal so zu sagen. Ne? Es sind schon schöne Sachen mit dabei, sodass man auch merkt, dass Look Fantastic sich Gedanken gemacht hat. Dass man da auch gegebenenfalls einfach mal nicht diese 5 Duschgele reinpackt, sondern es sind 2. Ne? 2 Duschgele sind hier drin. Und eigentlich so im Prinzip jede Partie des Körpers auch so ein bisschen mit berücksichtigt ist. Ich persönlich hätte vielleicht gedacht, okay, da kannst du vielleicht noch eine Fußcreme mit reinpacken oder so anstelle von einem Peeling. Das kommt, glaube ich, ganz gut. Ich finde einfach, dass er sehr gut gestaltet ist. Meinem Freund würde es sehr gut gefallen, wenn ich vielleicht das ein oder andere Kläppchen gegen zum Beispiel Lego-Produkte austauschen würde. Aber ansonsten ist es eigentlich ein schöner Adventskalender. Das Coole ist halt einfach, wenn man den bestellt, es ist ein Boxen-Adventskalender, eben durch diese Unboxings, die wir auf YouTube machen, seht ihr, was ist in welchem Kläppchen drin. Das heißt gegebenenfalls, dass man halt das ein oder andere einfach mal vorher austauschen kann, bevor man den Adventskalender dem Mann gibt. Oder man weiß halt, es wird ihm alles gefallen oder er soll das mal bitteschön alle ausprobieren. Dann hat man jetzt hier einmal einen kompletten Inhalt, der auch echt nice ist. Ne? Das war es hier einmal von mir gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr so den Inhalt fandet. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.